Als Buster das erste Mal in die Pelikanstadt kam, wusste keiner, wie gut er sich in unsere Gesellschaft einfügen würde. Aber von diesem Tag an wurde Buster ein immer wichtigerer Teil unserer Gemeinschaft und er wurde ein Teil von uns. Und es ist mir eine große Ehre, am 16. Tag des Sommers Haley und Buster in den Heiligen Bund der Ehe zu begleiten. Nun gut, dann lasst uns zur Sache kommen. Buster, Haley. Als der Bürgermeister von Pelican Town werde ich euch jetzt in den Heiligen Bund der Ehe einführen und erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst die Braut nun küssen. Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Yay! Hier bei Stardew Valley. Wir sind verheiratet, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind in den heiligen Hafen der Ehe eingefahren. Und das Leben wird von jetzt an komplett anders sein. Oh yeah. Aber uns erwartet eine breite Zukunft. Oh Mann, wie geil, Leute. Haley und ich sind jetzt endlich ein Paar. Und ich weiß jetzt nicht, warum die... Ach, guck mal, ist alles gegossen. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit den Wichteln passiert ist. Weil eigentlich sollte das Gewächshaus fertig sein. Wir schauen einfach gleich mal, ob es fertig ist. Und als nächstes, wir müssen noch ein paar Vegetables jetzt da reinballern. Hier, Red Cabbage wäre Vegetables. 7, warte mal, wie viel haben wir gekriegt? 8. Okay, dann müssen wir auch wieder 8 jetzt reinpacken. Ich hoffe, dass es dann rechtzeitig fertig wird. So, okay, sehr schön. Leute, Haley und ich, das neue Traumpaar von Stardew Valley. Und ich habe gestern scheinbar schon wieder vergessen, die Tiere hier alle raus einzusperren. Na, ey. Kein Wunder, wenn die mich irgendwann alle hassen. Nein, ich wollte eigentlich hier rein. Oh, hä? Ach, warte mal. Geben Kaninchen Wolle? Die verlieren Fell? Okay, das kann sein, Leute. Ja, wir sind endlich, endlich haben wir es geschafft. Hier oben ist auch so ein Herz irgendwie. Und ja, ich freue mich richtig. Oh, wir brauchen neue Spinnräder. Ja, dann muss ich jetzt doch nochmal ein paar Spinnräder scheinbar aufbauen. Hier haben wir noch ein Ei und ein etwas dickeres Ei. Dann kommen die Weindinger hier rein, genauso wie die Entenfeder. So, Leute, wir haben geheiratet. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Und die ganzen Felder sind schon bewässert. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Und ja, hier. Das Gewächshaus ist jetzt wirklich ready. Oh yeah, schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Hammer. Und hier können wir jetzt das ganze Jahr über anbauen. Ich brauche allerdings die Hoe. Ich glaube, die kriegen wir heute sogar. Als Hochzeitsgeschenk vom Schmied. Hätte der auch einfach mal uns ein bisschen Rabatt geben können, finde ich. Aber hey, der alte Geizkragen. So, komm, zur Feier des Tages lieben mich die Ziegen doch, oder? Komm. Yay. Seht ihr, Leute? So muss das sein. Wir bekommen heute Ziegenmilch, wir bekommen normale Kuhmilch, wir bekommen Wolle noch einmal von den Schafen. Wenn das nicht cool ist, Freunde, dann habt ihr keine Ahnung davon, was cool ist. So, was catchy war ich schon? Echt? Habe ich schon dreimal? Yo, ich habe schon dreimal Milch, okay. Hallo Schäfchen. Oh, du hast gar keine Wolle für mich. Ach, okay, dann hat er jetzt wahrscheinlich nur das eine Schaf Wolle, das... Ne, da ist da unten hat er auch Wolle. Hä? Das ist, merkwürdig. Nun gut, okay, hey. Achso, Pima haben wir schon hallo gesagt. Ja, dann lassen wir unsere Tierchen wieder raus. Oh Mann, Stardew Valley, Leute, dass wir uns hier nochmal verheiraten würden. Wer hätte das am Anfang gedacht? Am Anfang waren wir immer so ein bisschen alleine, haben uns nicht so wirklich in die... Gesellschaft hier integriert. Aber dann haben wir Haleys Herz im Sturm erobert. Oh Mann. Ja. Und hier gibt es eine richtig dicke Ernte. In den Kommentaren wurde ja schon gesagt, so ja komisch, ne? Haley hat sich erst für dich interessiert, Grants, als du Geld hattest. Vielen Dank, dass ihr mir hier meine Liebe so kaputt macht. Was habe ich euch getan? So. Achso, warte mal. Achso, ja, es haben ja nur 2 Wolle gegeben, stimmt. Ich wollte gerade schon meckern, so. Wo ist denn jetzt die eine Wolle wieder hin? So, ich muss zum Schmied, Leute. Ach, jetzt habe ich die Scheiße hier wieder mitgenommen. Ich muss zum Schmied
Denn der Schmied, habe ich gehört, hat für uns die Spitzhacke hoffentlich. Ich könnte heute auch noch mal ins Dingens fahren, aber ich würde jetzt gerne erstmal die Sachen da fertig machen. Sprich, das Dingens hier, das Gewächshaus. So, I'm still working on your idiom. Ach, scheiße. Okay, es wird nicht fertig werden heute. Da muss ich noch einen Tag warten. Ja, jetzt warte mal, dann bin ich jetzt eigentlich theoretisch fertig. Den könnte ich jetzt ja doch eigentlich... Wir haben auch die ganzen Bomben mit. Ja, komm. Dann fahren wir jetzt von hier aus direkt los. Ich weiß, die Zeit ist jetzt nicht so ideal, aber ganz ehrlich, komm. Wir gönnen uns jetzt mal was. Oh yeah, Haley lebt jetzt bei uns, Freunde. Ich bin so gespannt, wie das jetzt wird. Was sich ändern wird. Ob das irgendwie auch Vorteile hat, dass sie jetzt da ist, oder ob wir jetzt immer nur ausgemeckert kriegen oder so. Ich weiß es nicht. Heute ist der 16., also es sind noch ein paar Tage. Und, also bis zum Herbst, meine ich. Und da werden wir dann auch wieder gut Sachen anbauen und so weiter und so fort. Hier muss ich den Prismatic Shard hinbringen. Leider habe ich das zu spät gelesen. Ich hatte doch noch ein paar Folgen ja wieder im Voraus aufgenommen. Aber vielleicht finden wir ja irgendwann nochmal einen. Die sollen wohl mega selten sein. Aber hey, ihr kennt uns doch. Unser zweiter Spitzname ist Sir Lackelot. Also ganz ehrlich. Wenn wir das nicht finden, wer denn dann? So, sind hier direkt Mumien? Dann können wir direkt wieder ein paar... Jo, da ist eine Mumie. Oh, ist das... Ist das Iridium oder ist das Dingens? So, Iridium. Oh Mann, ey, heute ist echt mein Glückstag. Drei! Heute ist wirklich mein Glückstag. So, pass auf, du stirbst jetzt. Und dann kommt hier noch die Bombe hin. Einfach nur, das ist ein guter Trade, dann kriegen wir eine große Bombe beim nächsten Mal dafür. So, noch irgendwo was? Noch eine Mumie. Okay, die Mumie kehrt zurück, Leute. Habt ihr die Filme geguckt? Eigentlich schon so ein bisschen trashig, wenn man ehrlich ist. So, zack, Bombe liegt. Und die anderen großen Bomben kommen jetzt hier hin. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht noch ein paar Sprengungen heute tätigen. Sprengmeister Bosta meldet sich zum Dienst, ey. Ich lasse es heute auf jeden Fall noch knallen, Leute. Denkt dran, die Hochzeitsnacht folgt auch noch. Da könnt ihr auf jeden Fall darauf wetten, dass ich da zum Einsatz kommen werde, ey. Da werde ich alles geben. So, hier ist niemand, oder was? Ein bisschen Eisen. Ah, aber der Gang ist dort, okay. Ein bisschen Kohle. Und wieder ein bisschen Gold. Das brauchen wir auch für die dicken Bomben. Von daher freuen wir uns natürlich über jeden Klumpen Gold, den wir hier finden können. Oh Mann, Leute, ey. Dass wir hier nochmal ein Mädel am Start haben, wer hätte das gedacht, ey. Direkt runter. Und hier sind viele Slimes. Oha. Bin ja schon am Überlegen, warte mal. Oha. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht so geil. Gebe ich offen und ehrlich zu, das war ein Fail. Da habe ich auch eine Mine für verschwendet, ehrlich gesagt. Also die hätte man sich besser aufgehoben. Bin ich auf jeden Fall eurer Meinung, falls ihr das jetzt gerade sagen wolltet in den Kommentaren. Dann kann ich euch nur beipflichten. Ja, ihr habt recht. Wir werden aber trotzdem erstmal ein bisschen was schnabulieren und ich werde in der Zeit mal was trinken. Weil irgendwie ist meine Stimme so ein bisschen im Arsch. Ah, das gute Bierchen hier. Zu Stardew Valley, so muss es sein. So, komm her hier. Oh, Mensch. Jetzt habe ich schon wieder so viel Lebensenergie verloren. Das darf doch nicht angehen. Und rennt dauernd in den Slime rein. Was ist denn los mit mir? Bin ich so aufgeregt, weil ich heute geheiratet habe? Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und wieder Iridium. Also zumindest Iridium, da lacke ich mich heute mega durch. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. 6 Iridium haben wir jetzt, glaube ich, schon. Warte mal, wir könnten die mal hier statt den Stein uns anzeigen lassen. Dass wir immer Bescheid wissen, wie viel Iridium wir jetzt eigentlich aktuell haben. Hier gibt es nur ein bisschen Slime. So, aber die machen wir fertig. Oh, guckt euch das an. 3 Iridium wieder. Wir sind jetzt schon bei 9. Was ist denn das heute für ein Tag? Sir Lackelot, ey. Was ist da los, Leute? Ich weiß nicht, woran das liegt. Das müssen meine Glückshormone sein, die ich hier ausstreue.
Kannst du mal sehen, was Haleys Anwesenheit bewirkt hat. Und ihr habt noch gesagt, so, schnapp dir nicht Haley, die ist nur unter deinem Geld her. Von wegen, Leute, sie liebt mich wirklich. So, wo ist denn der Weg? Da, ach, genau da. So, oh, wieder Slimies hier am Start. Fliegender Typ. Eine normale Bombe. Können wir gerne gleich benutzen. So, komm her, du bist der Nächste. Zwei Emeralds sind da unten. So. Wo bleiben denn bitte schön... Oh, hier sind zwei rausgekommen und hier ist einer. Also drei insgesamt. Wo bleibt denn hier mein weiteres Iridium? Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall was für den, für die Dingens da. Fürs Gewächshaus, weil wir natürlich die Ancient Fruits hier weiter jetzt anbauen wollen in dem Ding. Damit die das ganze Jahr wachsen, sind einfach die wertvollsten Pflanzen. Obwohl, ha, warte mal, die Strange Plants sind doch auch sehr wertvoll. Die könnten wir auch anbauen. Aber die blühen nur einmal, stimmt. Da habt ihr recht, Leute, habt ihr recht. So, wenn wir hier eine Bombe hinlegen, vielleicht haben wir Glück. Jo, haben den Weg gefunden. So muss es sein, Freunde. Sehr schön. So, da vorne ist das ist doch schon wieder Iridium. Heute bin ich ein bisschen lucky unterwegs. Zwei Stück sogar wieder, nice. Da haben wir schon 11. Und wir haben jetzt alle Iridium-Tools, ne? Das bedeutet, die anderen Sachen können wir wirklich für Sprinkler und so weiter ausgeben. Oder halt für diesen geilen Ring, den wir irgendwann mal uns vielleicht gönnen. Es ist schon 4 Uhr nachmittags. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Iridium heute gefunden, auch wenn wir erst Level 6 sind. Aber der Tag hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, den Topaz nehmen wir auch nochmal mit hier. Zwei sogar. Cash in the Tash können wir auf jeden Fall Haley wieder eingeben. Die wird sich freuen. Ist jetzt mit uns verheiratet und bekommt trotzdem noch Geschenke, weißt du? Zumindest so lange, bis wir uns eine Geliebte suchen. So, komm her hier. Und schnabulieren müssen wir. Ah, nur noch die Hälfte Lebensenergie. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen unaufmerksam heute. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, ich gönne mir auch jetzt gleich erstmal eine Aufnahmepause in Dingens. Oh, ich bin voll. Kein Bock, die Dinger wegzubringen. Na komm. Oh, nice. So, ja, ich werde gleich mir erstmal einen Fisherman's Friend gönnen, wenn der Part hier vorbei ist. Irgendwie finde ich meine Stimme ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was da los ist heute. So geht's ja nun nicht, Grins. Bisschen Gold gefunden. Und da ist der Weg nach unten. Ja, hier unten, also hier hinten ist irgendwie immer der Weg nach unten, wenn das so eine lange Eisenbahnstrecke ist. Oh, ein Iridium-Barren. Perfekter Tag, Leute. Wir haben heute insgesamt 3 Iridium-Barren gefunden. Wenn man die 11 Dinger umrechnet, kriegen wir ja auch wieder 2 raus. Einen jetzt noch gefunden, also bitte. Ist ja wohl krass. So einen guten Tag hatten wir noch nie. Würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand von euch Aufzeichnung oder Buch führt hier. Wann wir... Wieso ist das Inventory voll? Ich habe doch hier Quarz schon. So, hä? Die werden doch immer golden. Wieso konnte ich den denn jetzt nicht mitnehmen? Merkwürdig. Jo, die kann ich aber nicht mitnehmen. Dann kommen die Algen weg. Die Cave Carrot kann notfalls auch noch weg. Und nochmal Iridium, 2 Stück. Das ist ja wohl nicht mehr normal. Omnigeodes. Hier, weg damit. Ja, ich bin jetzt halt wirklich sehr Hals über Kopf hier reingegangen. Deswegen, deswegen kommt das jetzt mit den Items hier nicht so ganz hin, dass ich genügend Platz habe, um alles mitzunehmen. Aber hey, egal, 6 Uhr abends. Aber lange sind wir hier nicht mehr. Muss bald nach oben. Keine Gegner hier oder was? Da hinten sind Diamanten. Ah, muss ich wieder irgendwas wegräumen. Sap können wir eh nicht gebrauchen. Yo, lasst uns mal hier ein Bömmchen platzieren. Wenn wir Glück haben, bekommen wir den Weg nach unten geliefert. Nice one. Boah, was ist das denn?
Was ist das denn? Ich glaube, ich krieg die Pimmanellen heute. Es sind einfach 7 Golddinger gewesen. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Krass. Und da vorne war sogar... Was war da unten gerade noch? Gar nichts. Aber links war noch ein Slimy. Den müssen wir uns auf jeden Fall gleich noch schnabulieren. Den werden wir uns auch noch schnabulieren. Eisen. Boah, was ein Run. Jetzt noch 2-mal Iridium finden, ne? Wäre ich glücklich. Also 2 Iridium-Erze reichen mir ja schon. Will ja nicht unverschämt werden. So, hier, guck mal, da sind doch Slimes. Wollen die nichts droppen für mich? Nö, wollen sie wirklich nicht. So, wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Das ist doch unlogisch. Ach so. Noch meine Fresse. Ich kann nichts wegwerfen. Es ist so dumm. Komm, 2 Holz. So, und jetzt stacken die eh. Was soll die Scheiße? Wieso trollt das Spiel mich denn so hart? Ach, Mann, ey. So, es ist gerade mal 8 Uhr. Oder was jetzt gerade mal? Wir müssen ja bald jetzt schon wieder nach Haus. Aber, ja, wie gesagt. Also, der heutige Tag, ey, zum Glück sind wir doch noch in die Mine gegangen. Ich hatte ja erst überlegt, ob wir irgendwas anderes machen. Ich hätte zwar jetzt auch gar nicht gewusst, was. Und da sind die 2 Iridium. Es waren sogar 3. Wow. Das heißt, wir haben 4 Iridium-Barren jetzt bisher schon bekommen. In diesem Run. Was ist das denn, Alter? Krass. Einfach nur heftig, Freunde. Bester Hochzeitstag, den ich bisher hatte. So, kriegen wir hier noch den Gang irgendwo? 8.30 Uhr. Ich denke mal, den Gang sollten wir auf jeden Fall noch finden. Gegen 10 Uhr mache ich ja mal die Biege. Gibt's aber nicht. Ach komm schon, jetzt habe ich kein Glück, wa? Hätte ich mal eine Bombe benutzt hier. Mann, Mann, Mann. Oh. Ja, okay, ich meine, ich habe auch schon mehr genug als genug gelackt. Von daher will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren hier, dass das vielleicht jetzt nicht ganz so gut klappt, wie wir gewohnt sind im bisherigen Run. Wow, ich glaube, ich muss wirklich hier alle... Wow, endlich. Dafür gibt es dann hier direkt Gold und Amethysten. Amethysten, naja doch, Plätze haben wir sogar noch frei. Ich wollte gerade sagen, habe ich noch gar nicht gefunden. So, sogar wieder ein bisschen Eisen, Leute. Das ist geil. Denn Eisen können wir immer gut gebrauchen. Ihr wisst ja, für die ganzen Keks brauche ich Eisen. Denn wie soll das Fass halten, wenn es kein Eisen hat? Keine Eisenringe da drum, quasi. Ihr habt ja bestimmt alle schon mal ein Fass gesehen. Wenn nicht, selber schuld. So, 10 Uhr. Hallo, Joy. Na, was schaust du denn hier zu? Hm? Hundi ist gerade hochgekommen. ja, komm, okay, wenn ich den Gang jetzt nicht finde, dann gehe ich wohl oder übel nach oben. Verlasse die Mine. Und dann haben wir doch heute noch ein bisschen was gefunden, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also allein die 16 Iron Iridium-Erze wären schon krass genug, aber damit nicht genug. Nein, wir haben sogar noch ein Iridium-Barren gefunden. Das ist ja einfach nur Hashtag pornös, ey. Unglaublich, ey. Dass ich das noch mal erleben darf. So, und jetzt wartet Schatzi Spatzi zu Hause. Dass wir endlich nach Hause kommen und uns ihr ordentlich besorgen. So, pass auf. Das kommt erstmal hier rein. Dauert eh 100 Jahre, bis das fertig gebrannt ist. Deswegen erstmal kommen die ganzen Sachen hier rein. Wir haben nur eine Essenz bekommen. Deswegen chillen wir heute mal ein bisschen und machen das erst beim nächsten Mal. Steine können hier rein. Gold kann hier rein. Slime kann hier rein. Was ist los, Joy? Warum bist du so aufgeregt gerade? Das kommt hier rein, genau wie die. Oh, wir haben noch eine Bombe. Warte mal, hier die normale Melone können wir mal Haley gleich schenken. Und dann... Ah, ne, hier, den Omnigeod. Haben wir auch schon wieder 28 Stück von. Krass. Kommen wir mal schneller wieder zusammen, als man denkt. So, dann nehmen wir jetzt die ganze Mayo mit hier. Die muss hier wieder rauf.
zack, zack, zack. So, der ganze Käse kommt auch mit. Ah, er muss den Dingens noch hinten zumachen, den Stall. Der Käse kommt hier rein, das kommt hier rein. Die Kokosnuss schenken wir Haley, das kommt hier rein. Feuerquarz, das. Zack, zack. So, sehr schön. Erstmal wird jetzt der Stall hier geschlossen. Ihr habt's gesehen, ich habe ihn zugemacht. Ich habe mal dran gedacht zur Abwechslung. Und dann wird der hier hinten geschlossen. Und ja, morgen müssen wir dann auf jeden Fall die Hacke abholen und das Ding uns hier fertig machen. So, und dann haben wir es eigentlich geschafft für heute, ne? Dann können wir jetzt schlafen gehen, würde ich sagen. Ab ins Bettchen. Ist auch fast 12 Uhr. Haben wir also genau richtig ausgehalten hier. Und wo ist sie? Schläft sie schon? Oh mein Gott, das ist mein Lieblingsitem. Weiß ich doch, Baby. Ich bin froh, dass du zu Hause bist. Ich hatte ein bisschen Angst, allein in der Nacht. Brauchst du nicht haben. Ich leg mich jetzt zu dir, Haley. Und dann können wir schlafen gehen. Leute, wir sind jetzt ein verheirateter Mann. Damit haben wir natürlich Pflichten und auch neue, ihr wisst, was ich meine. Neue Verantwortung zu tragen. Wir haben heute 11.000 verdient, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Der Kohl-Dingens hat ein bisschen Geld gebracht und ja, wir haben ein bisschen Käse und so weiter verkauft. Es hat sich wieder gut geleppert und auch die Diamanten und so weiter, die wir hier bekommen haben, haben wieder gut Cash in the Tash gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, kloppt den Daumen nach oben, wenn ihr euch freut, dass ich endlich unter der Haube gewesen bin. Wir sehen uns morgen bei Stardew Valley.